So, da sind wir wieder bei Legend of Zelda: Link to the Past. Und, Moment, wir haben unseren Schlüssel noch. Zählt das Dungeon eigentlich jetzt soweit als geklärt? Tatsache, wir können einfach durchlaufen. Das ist angenehm. Allerdings, etwas würde ich dann doch ganz gerne noch mitnehmen. Das ist mir zu gefährlich, dich da jetzt dann vorbeizustechen. Ich würde nämlich gerne noch die Herzen einsammeln, dass ich zumindest volles Leben habe, wenn ich da gleich reinrenne. Dann war das ganze bisherige Zeug wenigstens nicht völlig umsonst. Oh. Aber natürlich kriege ich erstmal Schaden. Das ist so typisch mal wieder. Man merkt, wie viel Talent ich für solche Spiele manchmal mitbringe. Vor allem, wenn ich so schön verpeilt bin wie heute. Ja gut, die Herzen auf der anderen Seite lasse ich jetzt liegen. Ich glaube durch, ich meine, wir finden auch so noch ein bisschen was. Aber so, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Ich hatte das Rätsel ja schon wieder im Kopf, wie das war. Das heißt, wir rennen erstmal hier durch. Gehen erst einmal so rum. Zum simplen Grund, dass ich nicht weiß, wie das gerade aufgebaut ist. Ob wir hier durchkommen. Gut, es passt. Wir können durch. Oh. Oh. Oh, das war nicht gut. Aber immerhin bin ich jetzt wieder da, wo ich sein wollte. Auch wenn ich fast tot bin. Und das mir eindeutig weniger gefällt. Schnell, weg hier. Weg hier. Schön ist, wir können jetzt hier geradeaus weiterlaufen. Denn wir springen ja herüber. So. Bitte droppt mir ein Herz. Nein. Ich habe nur einen Heiltrank, das ist gut. Da brauchen wir den Schlüssel, okay. Okay. Oh. Wollte sagen, dieser Raum sieht aus, als hätte er das Potenzial, mich umzubringen. Gut, dass ich da nicht weitergelaufen bin. Okay, wir sind auf der anderen Seite. Da kommt das Zeug, fällt durcheinander. Aber nur bis dahin, oder? Ja. Auf der linken Seite war eine große Kiste. Ich weiß noch nicht, wie wir dran kommen, aber irgendwie müssen wir da dran kommen. Oh, aber den Kompass haben wir immerhin. Und das scheint so eine Art, so ein leichter Hubraum zu sein. Es gibt zwei Wege nach unten und es gibt einfach so viele Wege hier. Okay. Oh, da sehe ich den Bossraum schon. Und ich sehe jede Menge Rubine und. Oh oh. Die nehme ich natürlich alle mit. So, ein bisschen was gibt's hier noch. Da geht's außen rum einmal. Ich weiß noch nicht, wie ich in die Mitte komme. Und noch Pfeile für mich. Diese Leuchten, ja, die sehe ich auch ohne die Lampe an. Oh, das ist aber viel Kohle für mich. Die nehme ich natürlich gern an. Da unten ist halt der Bossraum dann. Ich vermute, dass wir da runterspringen müssen. Beziehungsweise da werden wir hier links rumkommen. Na gut, dann geht's zurück. Wir haben einen Schlüssel für da drüben. Das ist schon mal gut. Aber wir hatten noch einen anderen Schlüsselraum offen, glaube ich. Aber gut, dann geht's erstmal hier rein. Oh, das gefällt mir nicht. Mir gefällt es doch gar nicht, was ich hier gerade sehe. Es ist mir zu dunkel. Du gibst mir Pfeile. Gibst du mir ein Herz? Nein, aber Magie. Da ist eine Kiste, okay. Kiste ist immer gut. Jede Menge Bomben, auch wenn ich gerade keine brauche. Mir gefällt dieses Geräusch nicht, aber ich will auch gerade, ehrlich gesagt, meinen Heiltrank nicht einsetzen. Den würde ich mir gerne noch ein bisschen aufheben. Solange ich den noch hab. Solange ich mir das noch aufheben kann. Okay, jetzt sonst, das ist gut. Ich darf mich einfach nicht hitten lassen. Und solange es nur diese komischen Gegner sind, geht es auch. So halbwegs zumindest. So. Damit bist du erledigt. Damit ist der Raum, glaube ich, clear. Wir müssen nur noch einen Ausgang finden. Wenn es überhaupt einen gibt. Das glaube ich nämlich exakt weniger. Also nur den einen wahrscheinlich. Das kann man auf der Karte nachgucken. Nee, es gibt noch einen anderen. Da geht es nämlich zu der großen Kiste. Die Frage ist nur... Da. Nee, das war der Eingang. Das war der Eingang. Vergiss es. Wir müssen irgendwie runter. Hier geht's nicht weiter.
Hier. Da. Da müssen wir hin. Und da waren wir, glaube ich, schon. Dammit! Zeitverschwendung. Ich bin mal wieder sehr schön verwirrt. Aber wir kommen noch in unser Ziel. Oh, ey, sorry. Ja, ich weiß, ich sollte mich heilen und ich mach's jetzt auch einfach. Einfach, weil ich sonst drauf gehe. Ich kenne mein Glück. Aber jetzt wird eine Bombe geplantet. Komm her. Bombe. So, Secret. Was gibst du mir? Was ist denn die Gigantokiste? Was? Verschlossen? Okay, ich brauche den großen Schlüssel. Das heißt, ich darf das Ding wahrscheinlich nochmal freispringen später. Oder? Nee, es bleibt immerhin offen. Aber wir merken uns auf jeden Fall diese Stelle hier. Und es war nicht ganz außenrum. Nur fast. Mal gucken, ob ich da später schnell durchkomme oder ob ich ewig suchen darf wieder. Warte, das war hier oben. Ha, geht doch. So, jetzt wird zurückgerannt. Beziehungsweise, nein, wird's nicht. Wir hatten ja hier unten die Kiste, den Raum, in dem wir noch einen Schlüssel brauchen. Nämlich da. Genau den hier. Oh, das war gar nicht knapp oder so. Oh, shit. Ihr hasst mich doch. Egal, wir können außenrum, zumindest teilweise. Und ist das tatsächlich irgendwas Secret-mäßiges? Ja, ist es. Bringt mich das. Okay, es macht mir einfach nur Schaden. Ich dachte, das geht irgendwo hin, ihr Penner. Kann ich die Statue hier wegschieben? Leider nicht. Auf der anderen Seite vielleicht. Komm schon. Ja, danke, Spiel. Das ist nett. Das ist überraschend nett vom Spiel. Damit habe ich nicht gerechnet. Ah, hier sind wir. Okay. Gut. So viele Möglichkeiten haben wir jetzt nicht mehr. Das heißt, wir werden jetzt darunter springen müssen. Und eine Möglichkeit haben wir nicht. Komm schon, stirb! Und gib mir, wenn möglich, ein Herz. Gut, spring einfach runter. Wenn du mir kein Herz geben willst. Okay. Ah, da ist ein Herz, das ist nett. Das heißt, jetzt geht's wieder nach links. Gut, dieser Bereich ist so weit geklärt erstmal. Wie machen wir jetzt am geschicktesten weiter? Ich bin mir noch nicht sicher, wie wir da hinkommen. Okay, da kommen wir von unten hoch. Das ist gut. Da gibt es auf jeden Fall einen Weg. Und ich habe vergessen. Wir können auch einfach außen rum gehen. Machen wir jetzt auch. Ich muss das Ding noch aktivieren. Ich vergesse sowas immer wieder. Au, unnötiger Schaden. Aber ein Herz. Oh, oh. Dammit! Ich merke, das Game wird schwieriger. Haben wir unseren Heiltrank jetzt noch oder haben wir den auch verloren? Den haben wir jetzt natürlich nicht wieder zurückbekommen. Leider. Aber gut, ich renne einfach durch. Beziehungsweise ich sammle noch ein, was es hier gibt. Dann habe ich wieder volle Bomben. So, jetzt waren wir in dem Raum. Das heißt, es geht nicht nach rechts, es geht nach links. Wir müssen den Schalter erst umstellen. Fakt ist nämlich, dass wir irgendwo runterspringen müssen. Und das mache ich lieber hier als an der anderen Stelle. Weil hier ist die Gefahr geringer, dass wir Schaden kassieren. So, danke. Danke. Der Gefährliche ist weg. So. Stellen wir die Schalter um. Ups, kommen hier durch. Und sind wieder in dem Raum, wo wir hin mussten. Die Frage ist nur, kommen wir hier irgendwie weiter? Ja, genau, hier muss ich einen von euch hinschieben, ich erinnere mich. So lange ist es ja noch nicht her. Ihr merkt, ich bin gerade etwas weniger am Kommentieren, aber es liegt daran, dass ich ein bisschen am Rumrätseln bin. Das soll ja auch mal vorkommen. Ah, wir kriegen Herzen, das ist gut. Kann ich die anderen verschieben eigentlich? Nee. Ich habe keine Ahnung, wie wir da hochkommen.
Ich habe halt noch keine Ahnung, was wir mit diesen komischen kleinen Viechern machen. Aber gut. Wir sind wieder hier. Töten wir die. Erstmal den Kollegen. Dann den Kollegen. Er gibt mir sogar ein Herz. Der ist voll nett zu mir. Und Pfeile. So. Das war einfach. Wenn man es einmal verstanden hat, geht's. Ja, deren Methode hat ja leider nicht funktioniert. Und schnell hoch. Das Ding vorbei und versuchen hier durchzukommen. Aber gut, irgendeinen anderen Weg muss es hier unten dann noch geben, oder nicht? Irgendwie muss man an diesen Dingern doch vorbeikommen. Aber wie? Eine Bombe werde ich hier ganz sicherlich nicht platzieren. Gucken wir nochmal auf die Karte. Welche Wege gibt's noch? Ich glaube, wir haben alle Wege mitgenommen. Ich sehe gerade einen einzigen Weg auf der Ebene 1. Und da kommen wir nicht hin, weil wir da hoch müssen. Und hier unten gibt's auch nichts mehr. Ach. Spiel, du machst mich fertig. Ich glaube, hier habe ich das letzte Mal aufgehört, weil ich nicht gereilt habe, wie die Dinger funktionieren. Und ich hasse dieses Ding übrigens. Das ist verdammt nervig. Und uns das letzte Herz, das noch übrig war. Dann geht's wieder in den Hauptraum. Ich vermute, meine Bombe wird mir hier nichts bringen, oder? Nee, leider nicht. Ach ja. Natürlich. Zurück in den anderen Raum. Gegner respawned? Nein. Danke, Spiel. Immerhin etwas Nettes. Nur wie geht's jetzt hier weiter am geschicktesten? Beziehungsweise. Jetzt natürlich direkt nach respawned. Ich muss immer wieder dran denken, dass ich den Schalter aktivieren muss an der Stelle. Was? Was zum? Ihr habt das gerade gesehen, oder? Das lief nicht ganz nach. Okay, das war mein eigener Fehler, das gebe ich zu. Aber das vorher lief nicht ganz nach Plan. So. Runterspringen und durchlaufen. Herz nehme ich mit. Give me the Boomerang. Legen wir die Schalter um. Und können wieder nach hinten. Also, wir haben unten die ganzen Rubine eingesammelt. An die große Kiste kommen wir gerade nicht dran. Vielleicht hier. Ich bezweifle es, dass es nützlich sein wird. Aber versuchen kann ich's. Ha! Ha. Ich hab's doch drauf. Ich bin doch voll Pro. Aber es sieht irgendwie nach einer Falle aus da unten. Es gibt hier eine Bombe und ein paar Pfeile. Die Wand hier ist nur Deko, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich habe eine Kiste. Oh oh. Au. Folgen die mich jetzt einfach, oder was? Nee, okay, die sind wieder weg. Gut, ich habe einen Schlüssel. Das ist ein Portal. Ein schickes kleines. Das würden sie wahrscheinlich da hochbringen. Im Endeffekt. Ja. Rein. Oh, hier sind wir wieder. Hier sind wir wieder. Ich erinnere mich. Das war das Ding, oder? Ja, das war der Raum, wo wir das erste Mal mit Zelda geredet haben. Okay. Gut, jetzt müssen wir wieder zurückfinden. Ah. Das ist wieder so ein ewig langer Weg vor uns. Oh, ein roter Rubin. Nice.
Ja gut, das Ding können wir ignorieren. Wir kommen hier durch. Können die Abkürzung nehmen. So, warte, wo war das jetzt gerade? Wir sind da auf der linken Seite runtergesprungen. Das heißt, wir wollen wieder runter, denn wir haben den Schlüssel, den entsprechenden jetzt. Gehen auf die andere Seite. Warten, bis es bumm macht und springen runter. Perfekt. Ich denke mal, der bringt uns zu dieses Ding. Müsste uns... Jawohl, das bringt uns nämlich genau zu der Kiste hier über uns in dem Raum. Aha, und damit habe ich ein Rätsel gelöst, das ich bei meinem letzten Run noch nicht gelöst hatte. Und wir haben den großen Schlüssel, okay. Auch wenn es mich Leben kostet, bring mich bitte woanders hin. Nee, okay, wir fallen einfach nur... Ah, okay, wir landen damit auch hier. Machen wir es so. Gehe ich den Weg und ich würde sagen... Während ich am Rumrätseln bin, nutze ich die Gelegenheit wieder mal für einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich wieder im nächsten Part. Ich werde es weiter aufnehmen, einfach weil ich gerade so schön im Flow bin. Und ja, bis dann. Ciao.